Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin. In der parlamentarischen Auseinandersetzung gelten Regeln für uns, und das möchte ich vorab sehr deutlich hier auch noch mal klarstellen. Für uns als Opposition ist dabei klar, dass der Hackerangriff auf Ihre privaten Geräte zu Hause einen kriminellen Eingriff in Ihre Privatsphäre und damit eine inakzeptable Grenzüberschreitung dargestellt hat. Das haben wir gemeinsam mit SPD, CDU und FDP zum Ausdruck gebracht. Da haben Sie weiter unsere volle Solidarität. Auf der anderen Seite, Frau Ministerin, gelten aber auch demokratisch verfasste Regeln in einem Parlament für die jeweilige Regierung. Sie beinhalten, dass Sie Ihr Handeln dem Parlament gegenüber transparent und nachvollziehbar erläutern müssen. Und genau das, Frau Ministerin, haben Sie in der Fragestunde gestern einmal mehr nicht getan. Sie sind ausgewichen. Sie haben offensichtliche Widersprüche nicht auflösen können. Sie haben Fragen nicht beantwortet. Und Sie haben darüber hinaus Nebelkerzen und Unterstellungen in den Raum gestellt. Ich will das heute, diese Fragestellung, an drei Punkten deutlich machen. Womit war die Stabsstelle eigentlich beschäftigt? In der Fragestunde am 21. März fragte das auch der Kollege Deppe. Ihn interessierte das auch, und er fragte zu den Verfahren in Sachen Envio und Shell nach der Beteiligung der Stabsstelle. Wörtlich fragte er, welchen Beitrag die Stabsstelle in diesen Fällen geliefert hat. Sie antworten zum Teil Envio genauso klar aus meiner Sicht. Auch für das gesamte weitere Verfahren gab es nach Angaben des LANUF in der gesamten Zeit keine Kontaktaufnahme zu und durch die Stabsstelle Umweltkriminalität. Nun, ein paar Wochen später, erfuhr man im WDR nach Aktenstudium durch dessen Mitarbeiter, dass dies offensichtlich nicht so war. WDR Westpol berichtete, dass die Stabsstelle beim Fall Envio in einer Projektgruppe mitgearbeitet hat. Und die Staatsanwaltschaft Köln hat ebenfalls bei Westpol klargemacht, dass eine Stellungnahme der Stabsstelle im Fall Shell letztlich zur Bewertung der Strafbarkeit beigetragen hat. Solch einen Beitrag, Frau Ministerin, kann man ja schlechterdings, jedenfalls kann ich mir das in meiner Fantasie nicht vorstellen, solch einen Beitrag kann man nicht leisten, wenn es überhaupt keine Kontaktaufnahme gegeben hat. Auf diesen Widerspruch angesprochen, behaupten Sie gestern, warum auch immer, dass Sie eigentlich ja nie bestritten hätten, dass die Stabsstelle selbstverständlich auch Fälle wie Shell und Envio begleitet hätte und Einschätzungen abgegeben hat. Dies, Frau Ministerin, ist allerdings das genaue Gegenteil von Ihren Feststellungen vom 21. März. Und ja, Sie haben es bestritten. Sie sollten heute dann doch mal offenlegen, wie es zu diesen widersprüchlichen Antworten kommen konnte. Also fragen wir Sie heute erneut. Warum haben Sie die Beteiligung der Stabsstelle an Envio sowie am Shell-Skandal zunächst geleugnet und gestern eine Begleitung zugestanden? Zweitens, die Frage der Aufgaben, der neuen Aufgaben der Stabsstelle Umweltkriminalität in Ihrem Ministerium. Mehr denn je ist seit gestern unklar, wieso wurde diese Stabsstelle eigentlich aufgelöst. Auch hier Widersprüche. Sie behaupten, dass mit der Neuorganisation die Aufgaben besser und effektiver erledigt werden können, sagen uns aber nicht wie. In der Fragestunde, auch vom 21. März, sagen Sie dazu, der Geschäftsverteilungsplan benennt künftig, und jetzt kommt es, ausdrücklich Grundsatzfragen der Umweltkriminalität und so weiter und des Umweltstrafrechts sowie die Unterstützung der Fachabteilung bei Straftaten gegen die Umwelt. Nun kommt im aktuellen Geschäftsverteilungsplan der Begriff Umweltkriminalität kein einziges Mal vor. Sie haben gestern gleich mehrere Referate, der ist öffentlich, Herr Kollege Löttgen, ich habe den Begriff nicht gefunden. Auf diese Frage sagen Sie gestern, da gibt es irgendwie gleich mehrere Referate, die irgendwie mit dem Thema befasst sein sollen. Da ist von spezifischen Rechtsfragen die Rede oder Grundsatzfragen. Aber das ist nicht das, was Sie am 21. März gesagt haben. Und vor allem sind Sie die Antwort schuldig geblieben, ob unter diesen relativ diffus beschriebenen Zuständigkeiten, und das ist doch der Punkt, eine weisungsunabhängige Arbeit in diesem wichtigen Bereich in Ihrem Haus möglich ist. Denn klar ist, eine solche Arbeit kann eben nicht in einer Fachabteilung geleistet werden, weisungsunabhängig, weil diese strukturell immer Weisungsrechten unterliegt. Also Frage 2 erneut.
Wie werden die Aufgaben der Stabsstelle von wem wo weisungsunabhängig weiter wahrgenommen? Hierzu noch eine Bemerkung. Sie haben gestern behauptet, es habe ja irgendwie schon unter Ihrem Vorgänger Überlegungen zur Auflösung der Stabsstelle gegeben, ohne dies belegen zu können. Und mit Nebelkerzen umwölbt verweisen Sie auf eine Personalakte, aus der Sie nicht zitieren können. Wenn Sie diese Behauptung weiter vorschieben wollen, Frau Ministerin, dann fordere ich Sie auf, Sie hier und heute, sagen Sie doch mal, welche Hinweise Ihnen denn nun vorliegen, dass die Vorgängerregierung Überlegungen angestellt hat, eine strukturelle Veränderung vorzunehmen. Und das hat nichts mit Personalakten zu tun oder die Stabsstelle gar abzuschaffen. Das können Sie nicht, denn diese gab es ja auch gar nicht. Diese Vorüberlegung hat es nie gegeben. Und wenn Sie diese Behauptung in den Raum stellen, sind Sie auch heute aufgefordert, hier klar zu benennen, woher Sie diese Idee überhaupt haben. Drittens, haben Sie persönlich entschieden, die Stabsstelle Umweltkriminalität abzuschaffen? Eigentlich war das ja eine rein rhetorische Frage. Ja, eine schlichte, eine rhetorische Frage, denn jede Organisationsentscheidung in einem Haus, eine Umorganisation, trifft die Ministerin, trifft der Minister. Das macht eben nicht der Staatssekretär. Merkwürdigerweise geben Sie da aber keine Antwort drauf, die ja einfach mit Ja oder Nein hätte beantwortet werden können. So fragt man sich, warum beantworten Sie diese Frage eigentlich nicht? Sie verweisen auf Staatssekretär und bleiben bei Ihrer Nichtantwort. Frau Ministerin, Ihnen muss doch klar sein, dieses hartnäckige Nichtbeantworten dieser Frage, dass Sie damit dem Verdacht weiter Nahrung geben, dass letztendlich Ihre Entscheidung zur Auflösung dieser Stabsstelle im Zusammenhang mit einer der letzten Akten der Stabsstelle steht, die da lautet Schweinehaltung, Betrieb, Schulze-Vöcking. Und auch hier erwarten wir von Ihnen heute eine Antwort. Haben Sie nun diese Entscheidung zur Auflösung getroffen? Wenn ja, warum, mit welcher Begründung? Und stehlen Sie sich nicht immer wieder aus der Verantwortung und verweisen Sie auf Ihren Staatssekretär hier, das Lahnhof dort. Und wer will, kann ja selber in die Akten gucken. Ich fasse zusammen. Sie haben Fragen des Parlaments hartnäckig und wiederholt nicht beantwortet. Sie haben Ihre eigenen Antworten der vergangenen Fragestunde widersprochen, nicht erklären können, warum. Sie haben Abgeordnetenfragen uminterpretiert, um Ihre widersprüchlichen Aussagen zurechtzubringen, zu biegen. Ihr Auftritt gestern, Frau Ministerin, hat unser Vertrauen in Ihre Amtsführung erneut erschüttert. Mit Ihrem Auftritt haben Sie weiter an Glaubwürdigkeit verloren. Und Ihr Auftritt hat gezeigt, dass Ihnen offenbar der nötige Respekt vor dem Parlament mangelt oder dieser Respekt auch fehlt. Wenn Sie heute entscheiden, letzter Satz, wenn Sie heute entscheiden, diese Fragen weiter nicht zu beantworten, werden wir unserem parlamentarischen Anspruch auf Transparenz und Information in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Dankeschön.